Kranker Scheiß, ne? Ja, mach ich. Das muss er nicht schwimmen, Alter. Das ist der Qualitätspunkt, Alter. Ganz wichtig, Leute. Den gilt es zu erreichen. Das ist der Qualitätspunkt. Das Optimum aus Kraft mal Masse. Das ist der Qualitätspunkt. Ich muss gerade 175 beugen. Hier habe ich kurz nicht mehr gewusst, wie man multipliziert. Können wir auch mit roten steigern, wa? Machen wir rote drauf? Ja. Meine Kamera für kranke Emotionen. Alles okay? Alles okay. Ich hab nur mal kurz klar gemacht, wer der Chef im Haus ist. Augenkontakt gesucht, dann aus dem Leben gefickt. Okay. Muss ich jetzt mal anziehen, ne? Okay, alles klar. Oh, die unterstützen noch nicht. Die sind wirklich nur. Unterstützen nicht. Die sind nur zur Deko. So, ist das Mikro überhaupt an? Ja, ja, ne? Und Gürtelsuche gemacht für mehr Tunebeutel-Bands. Easy! Yeah!
mit der Musik zusammen. Wenn die Musik laut ist, dann habe ich kein Problem damit laut zu reden. Wenn ich so das Einzige bin, was laut ist, habe ich Probleme damit. Ja. Das war's. So, wollen wir noch einmal? Zauberschloss angekommen ist. Ja, ein bisschen Vorsprung wahrscheinlich ist besser. Ja, das ist ganz gut. Das ist gut! Gut ist das! Kommt, was so Zwischensätzen abgeht. Meistens liege ich hier einfach nur rum und wirklich Musik wieder leiser runterkommen und auf den nächsten Satz vorbereiten. Ihr seht das im Moment, ich bin ein bisschen gehypt bei den Sätzen, ein bisschen Show mache ich für euch. Ja, ich renne nicht immer so wie am Anfang des Studios, aber vor allem, wenn ich dann so energetisch bin und richtig Power gebe, dann bin ich auch danach ziemlich am Arsch. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe noch 4 Sätze vor mir. Was ich sagen wollte, habe ich jetzt vergessen. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Jetzt ist mir eingefallen, was ich sagen wollte. Viele von euch fragen mich, wie viel ich denn Pause mache zwischen meinen Sätzen, wenn ich 7 Sätze mache oder 8 Sätze. Es variiert, ja. Also ich habe keine festen Pausenzeiten. Ich mache es so viel wie nötig und so lang wie nötig und so kurz wie möglich. Das heißt, am Anfang sind meine Pausen kürzer. Ja? Jetzt hier, die waren vielleicht so 5 Minuten. Vom zweiten auf den dritten vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Das geht bei mir beim Kniebeugen bis zu 10 Minuten. Ja? Weil es ist wirklich viel Gewicht, es ist sehr anstrengend über viele Wiederholungen. Und bei mir liegen die Pausenzeiten eben bei 5 bis 10 Minuten beim Kniebeugen. Und beim Kreuzheben tendenziell weniger, aber da kann es auch mal so lange werden. Ah!
Warte, pass auf, ich dreh mich ganz ehrlich um. Easy! Yeah! Easy! Das Mindset, Leute, ja? Das Mindset! Das ist das Wichtigste! Ich brauch keinen Booster! Ich bin der Booster! Ja? Da fällt mir ein! Ich muss noch meine Kamera umstellen! Für euch, ja? Macht es für mich. Was auch immer das jetzt für einen Sinn macht. Keinen. Aber egal. Das ist schon ekelhaft, da war ein Sohn. Ach, geil. Das ist Leben. Das ist Hoffnung. Scheiße, Mann. Ganz wichtig, Leute. Seid immer dankbar für das, was ihr bekommt. Nichts kommt einfach so. Ja. Ein paar aufs Maul. Verdienen. Ein paar aufs Maul muss man sich auch verdienen. Mit solchen Videos zum Beispiel. Jetzt, Buddy. Okay. Knall an. Knall an die Scheiße. Mach an, komm. Gib's mir. Ja, knall, komm. Lauter. Baller. Baller. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Und wie ihr mittlerweile wisst, es ist nicht nur Beugen, es ist Leidenschaft, Hoffnung und Leben. Ja? Wir sind nicht zum Spaß hier, ja? Das ist ernst, Leute, das ist ernst, ja? Jetzt geht's los, Leute, jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Guck mal, bei ihm geht's bald auch los! Aber es dauert noch ein bisschen, bis es bei ihm losgeht. Wie viele Kilo sind das? Wie viel sind das? Wie viel sind das? In deinem Kopf sind das null, mein Freund. Null sind das. Es geht nur drum, was in deinem Kopf abgeht. Okay? Auch wenn das 200 wären, in deinem Kopf sind es 20. Siehst du das? Was ist mit dir verkehrt jetzt? Soll das denn? Ah!
20. So, easy passiert. Ah! Alles im Kopf. Ja? Es waren 20 Kilo, Leute. In die Anna, ne? In die Anna würde ich direkt reinkrätschen, ne? Scheiße. Der Mase, dem geht's nicht mehr gut. Alter. Wo bist du, Jung? Wo bist du, Jung? Jetzt komm ins Video. Bist du das? Dem geht's nicht gut. Wo bist du? Oh. Hallo. Ich gleich durchgestochen, was man getan hat. Was genau ist denn die Linse, Mann? Was genau ist der Mikrotag? Wo ich mich komplett mikrorecht ernähre. Salat. Noch anderen Salat. Pfannkuchen mit Salat. Noch mehr Salat. Und dann noch Alpha Men. Und dann gehe ich schlafen. No! Ich trinke den Scheiß. So Leute, 6 Sätze haben wir hinter uns und ihr merkt schon, ich bin was ruhiger geworden, weil jetzt wird es langsam, ist kein Spaß mehr, sondern es ist wirklich anstrengend und auch wenn ich hier so rumblödel und rumschreie und weiß ich nicht was, konzentriert euch bei euren Kniebeugen, ja, es kann immer irgendwas passieren. Das Gewicht geht noch relativ für mich, ja, aber wenn ihr da 5 Wiederholungen macht mit irgendwie am Limit oder so ein Scheiß, Macht keinen Scheiß, ja. Macht euch die Musik ruhig laut, aber achtet darauf, dass ihr schön Rumpf anspannt, kontrolliert runtergeht, kontrolliert hochgeht und euch nicht verletzt. Ja. Weil Verletzungen sind das, was uns letztendlich aufhalten beim Stärkerwerden. Und seht ihr bei mir beim Bankdrücken. Ich gebe Gas, Leute, letzter Satz jetzt. Bleibt dran. Fuck this shit, man. Fuck this shit! Seid ihr bei mir? Letzter Satz, Leute. Easy 7 Reps. Yep! Yep, buddy! Yeah.
beugt man 175 Kilo. 7x7. Ohne Probleme. Ja, aber mit Massanstrengung. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace. Das ist ein Spaß, lieber Typ, ne? Wenn ich mir so Videos angucken würde, würde ich denken, das ist der übelste Vollidiot. Denke ich eigentlich auch so. Ja, ne? Oh. Denke ich auch so. Ja, das ist so.